Ja, moin moin und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Crossout. Also, was machen wir heute? Beziehungsweise, was mache ich heute? Ich werde mal ins Gefecht gehen und zwar werde ich mal einen Raid machen. Raids sind hier auf dem zweiten Reiter. Frachtgutrennen. Hier geht es darum, Waren einzusammeln und dabei Gegner, zu verschrotten. Ich habe das eben schon einmal gemacht. Das kostet 20 Benzin. Ich habe noch 20 Benzin, also einmal geht noch. Und man bekommt eine Belohnung. Und dann gehen wir mal ins Gefecht. So, schauen wir mal, was geht. So, da wird Frachtgut angezeigt. Da müssen wir jetzt hin. Ja, ramm ich doch. Hauptsache, der fällt auch den Frachtgut. Da sammelt schon einer ein. Okay. 25 Sekunden haben wir plus bekommen. Gegner zerstört 5 Sekunden mehr. Das ist auf der anderen Seite. Ups. Da sammelt auch schon einer ein. Gut. Da kommt ein Gegner. So, weg damit. War einsammeln. Ja. Diese, was haben wir? Gegner zerstört. Das ist aber auch... Hat irgendjemand zur Ladung? Oh, ich komme mit dieser Lenkung nicht klar, ey. Man kann es ja auch mit dem Gamepad spielen, aber ich habe noch keins. Das ist keins, was er akzeptiert. Warte mal, hier ist damit wunderbar. Wo ist denn die nächste Ladung hier? Kann man da einfahren, oder? Ich hab schon mal eingesammelt. Wir brauchen noch 5-mal Ladung. Umdrehen. Viermal Ladung. Kilitos. Gut, wurde schon gesammelt. Einmal Ladung noch. So. Oh, oh, hier. Gegner, Gegner, Gegner. Hey. Nur mal mit Kanten müssen. So. Alter, was hält der denn aus? Boah. So, Ladung holen hier. Da ist wieder. Oh, ich bin schon recht kaputt, würde ich sagen, ne? Boah. Oh, das wird mir schon reichen. Ei. Hallo.
und gewonnen das Ding. Hab wieder keine Erfahrung, Kupfer, Ressource. Und ich konnte diese Aufgaben wieder abschließen. Das habe ich auch ein paar erwischt. Ja, gut, dann auch zur Karriere. Ja. Das war mal ein kurzer Einblick in einen Raid. Es werden weitere Folgen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben oder ein Abo da, wie ihr wollt. Und wenn ihr Tipps habt zu dem Spiel, immer raus damit. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.